Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind auf Habitat 7 und haben ja jetzt schon festgestellt, dass eine uns nicht wirklich freundlich gesonnene Rasse Außerirdischer hier auch zugange ist. Und außerdem ist der ganze Planet unglaublich lebensfeindlich. Bis auf diese kleine Höhle, die wir hier entdeckt haben, wo so eine Art, ja, geschütztes Mikroklima oder irgendwas in der Art war. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen. Wir suchen noch die restlichen Crewmitglieder aus dem Shuttle, die noch leben. Ach so, da ist ein Stein vor. Ryder, vor uns sind noch mehr dieser Aliens. Okay. Sie haben uns gesehen. Ja, dann gehen wir doch mal. Und die haben eine Bombe geschmissen. Sie haben es nicht so mitreden, was? Nee, das haben sie echt nicht. Achtung, sie setzen diese Tiere ein. Oh shit. Mal schnell in Deckung gehen. Wow. Alles klar bei Ihnen? Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ah, hier können wir uns nachladen. Sehr gut. Hier ist auch noch einer. Na, wenn ich ihn mal treffen würde. ja. Usch, hier ist eine. Ach, da ist noch einer. Ei, über. Eine Bombe werfen, Granate werfen, irgendwas. So. Wow, Sie machen das ziemlich gut, Ryder. Naja. Ich gehörte zu einem Team, das proteanische Artefakte ausgrub. Oh, dann kennen Sie das hier ja alles. Ich frag mich, was diese Kerle hier wollten. Sie sind offenbar abgestürzt. Das ist keines unserer Schiffe. Nee. Können wir hier noch was von scannen? Nö. Das ist auch so bizarr da oben. Immer dieser Effekt. Okay. Ah, hier ist noch was. Unbekannte Technologie. Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht, dass das unbekannt ist. So, dann gucken wir mal. Hier noch was? Nee. Hier ist auch nichts mehr. Ja. Hier vielleicht noch was zum Scannen? Nö. Dann gehen wir mal weiter hier. Denn wir müssen ja noch, Greer finden, genau. Ach so, falsche Richtung, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, was schneller ist. Das ist hier manchmal ein bisschen schwierig, finde ich. Hatten wir eine Karte? Ja, es gibt schon eine Karte. Okay, hier sind wir, dann ist hier Greer. Alien-Bauwerk. Ja. Das ist die Höhle, in der wir waren. Hier waren wir auch. Wir sind aber nicht von hier gekommen. Das ist hier was Neues. Oder? Bin ich jetzt total... Kann ich scannen? Oder? Nein, ich komme immer auf die falschen Tasten. Irgendwann schaffe ich das nochmal. Da ist ein Behälter. Nehmen wir doch mal mit. Was ist hier? Kryo-Munition, okay. Sehr schön. Doch, wir sind da hinten rüber gesprungen. Das heißt, hier wäre rein theoretisch noch ein Weg.
Methode, um sich den Hals zu brechen. Ah, hier war noch was. Oder? Nee, das hatten wir, ne? Oder waren wir hier? Nee, das Ding haben wir nicht gescannt. Okay. Aha. Ich glaube, hier waren wir nicht. Was da wohl drin ist? Sicher. Nee, hier waren wir nicht. Oh. Was zum... Haben Sie das gesehen? Auf jeden Fall sind hier lauter... Da war irgendein Behälter. Fliegendes Ding. Mit lauter Kram. Sprossensaatampulle. Okay. Schreiben Sie es auf die Liste der Dinge hier, die wir nicht verstehen. Und die uns an den Kragen wollen, so wie es aussieht. Wobei das Ding abgehauen ist. Es war, erinnerte mich ein bisschen an diese, diese Dinger aus der Matrix. Diese fliegenden Wächter, die durch diese Tunnel da patrouillierten. Vistron. Ja, daran erinnerten die mich auf jeden Fall. Gehen wir mal wieder hier lang. Oder waren wir hier gar nicht? Waren wir auf der anderen Seite? Das kann jetzt auch sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich verlaufe... Ah! Nee, hier ist das, wo... ja, nee, hier ist das, wo unser Kollege gerade liegt. Aber... ich glaube, es ging hier auch noch auf der anderen Seite weiter. Ja. Hier geht es auf jeden Fall auch noch weiter. Das ist Ausrüstung aus einem unserer Shuttles. Okay. Ein Atmosphärenanalysator. Gut. Der Atmosphärensensor funktioniert noch. Lassen Sie mich raten. Er zeigt an, dass wir die Luft hier nicht atmen sollten. Genau ja, so. Aber er registriert keinerlei industrielle Schadstoffe. Das ist also nicht der Grund, wieso hier alles tot ist. Und es sind auch keine radioaktiven Isotope nachweisbar. Hören Sie das? Ja. Achtung, noch mehr unserer Freunde. Ich möchte gerne hier rum und ich möchte gerne die nächste Deckung, danke. Wo sind die denn da unten? Da die sowieso schießen. Bin schon dabei. Sind wir jetzt mal so unnett und schießen zuerst. Okay. Oh, nein, ich wollte reloaden. Nur einer. Können wir den mit dem... Ja. Ja, es ist vielleicht nicht nett, aber die sind auch nicht nett zu uns. Die Luft ist rein. Das war der letzte. Toll. Die erste Spezies, der wir begegnen, will gleich Blut sehen. Ja. Ja, unseres kriegen sie jedenfalls nicht. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich den Scanner anwerfen, weil ich dachte, vielleicht lässt sich hier was scannen. Aber... Ne? So, ja. Ich glaube, dann gehen wir hier mal runter. Autsch. Mhm. Mal lauter Gedöns für später, indem wir unsere Waffen aufmotzen können. Mhm. Okay, hier ist sonst nichts. Okay. Das war jetzt interessant.
das quasi darauf reagiert, dass wir uns genähert haben. Hier ist noch so eine Tür, die wir wahrscheinlich auch wieder nicht öffnen können. Ja, nicht klassifiziertes Material und alles andere auch nicht klassifiziert. Ja. Okay. Ja, können wir da hoch? Ich glaube nicht, ne? Ich bin jetzt wieder im Kreis gelaufen. Nein, hier waren wir noch nicht. Nein, okay, ein Fragezeichen. Das ist schön. Ich finde es mich immer blöd, wenn man total im Kreis läuft. Wrack voraus! Ja, da ist ein Brand voraus und unser Dingens zeigt hier aber was an. Kommen wir da jetzt hin? Waren wir hier? Auf dem Hügel, da ist irgendeine Art Bauwerk. Waren wir nicht, okay. Die Stürme setzen diesem Ort ganz schön zu. Ja, aber genau, ich möchte... allem anderen auf dem Planeten. Wir haben Greer noch nicht gefunden. Ein und das würde ich unten, rechte Seite. Gerne als erstes machen. Hören Sie das? Ja, Funkrauschen. Aber es ist ein Muster. Das Rauschen wird lauter. Ah, hier. Was wollen Sie? Ich verstehe Sie nicht. Ich komme aus der Meerstraße. Sie haben ihn. Wir wollen das nicht nochmal mitmachen. Sie einen von unseren Leuten killen. Ja, und wir sollten auch schön in Deckung gehen. Errichte Todeszone. Was? Da kommen Sie nicht raus. Geschafft. Gott sei Dank. Todeszone. Ich habe an mein Mikro geklopft und gehofft, dass es jemand bemerkt. Geht es Ihnen gut? Ja. Wo sind die anderen? Kirkland ist tot, aber Fischer lebt. Er ist bei der Absturzstelle. Er hat ein gebrochenes Bein und braucht Hilfe. Ich sehe mich nach Vorräten um und gehe dann zurück. Bleiben Sie dort, wenn Sie angekommen sind. Wir suchen das Shuttle meines Vaters. Viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, von diesem Felsen runterzukommen. Ja. Besser ist das. Ja, sonst, nee. Hier ist nichts zum Scannen. Hier ist nichts zum Mitnehmen. Na. Da ist was, oder? Nee, doch nicht. Ah, hier ist irgendwas Toxisches. So. Gehen wir mal hier links zurück, weil da war ja dieses Bauwerk. Das wollen wir uns ja auf jeden Fall noch anschauen. Ja. Wenn wir nicht vom Blitz getroffen werden. Wow. Oder an Felsen festhängen. Das ist wieder mal etwas, was mir sehr gerne passiert in diesem Spiel. So. Okay. Hier ist nichts zum Scannen. Nein. Keine relevanten Daten. Naja, hoffen wir mal, dass niemand zu Hause ist. Ich glaube nicht, dass das überhaupt ein Zuhause ist. Naja, es scheint auch nicht wirklich...
Das sieht hier aus wie so ein Empfang mit einem Stuhl. Ja, hier lebt niemand. Welchem Zweck dient es dann? Es sieht nicht aus wie die anderen Strukturen. Das Design ist anders. Es muss doch einen Weg geben, das Licht einzuschalten. Nehmen erstmal alles mit, was hier so ist. So. Bam, bam, bam. Und dann gehen wir mal hier weiter. Ha, wer weiß. Nennen wir es doch merkwürdige Alienmaschine. Jetzt könnten wir Sam wirklich brauchen. Ja, wir haben jetzt alles gescannt. Und touchen wir mal alles an, ne? Nichts. Dieselbe Sprache wie die Aliens. Was er wohl sagt. Keine Energie. Hat überhaupt nichts bewirkt. Was machen Sie da, Ryder? Verdammt! Das bedeutet nichts Gutes. Oh. Die merkwürdige Alienmaschine ist also ein Generator. Ja, klar. Warum auch nicht? Vielleicht hat er irgendwas gemacht. Wir wissen nur nicht was. Kann man das jetzt irgendwie? Oh, da ist wohl eine Sicherung durchgebrannt. Okay. Sogar die Gerätschaften wollen uns erledigen. Merkwürdig. Wenn das Gift ist, weiß ich, wer schuld hat. Sieht eher aus wie sowas wie eine... Ich hätte jetzt hier gedacht, dass das sowas wie eine Kryokapsel ist oder so. Hm? Aber offenbar ist es nichts, was irgendwas tut. Ja. Jetzt vielleicht? Na, jetzt können wir es nicht mehr in Gang setzen. Okay. Naja, aber immerhin haben wir jetzt Licht und sehen, wo wir langlaufen. Hey, die Tür hat sich geöffnet. Ja, okay, da gucken wir jetzt gleich. Okay. Die Tür hat sich nicht geöffnet. Schade, schade. So, aber die. Okay. Und hier ist noch ein Behälter. Den machen wir auch mal schön auf. Alles mitnehmen. Brauchen wir alles. So. Ist das eine Art Forschungslabor? Möglich. Und dann hat es ein Tornado erwischt. Poesie klingt anders, was? Okay, ja, vielleicht weiß ich. Hören Sie das? Sieht aus, als wollten Sie einen Tunnel graben. Hat wohl nicht ganz geklappt. Ja. Was auch immer das hier ist. Ah, Vorsicht! Auf der anderen Seite der Tür ist jede Menge Energie. Sie ist vielleicht nicht umsonst geschlossen. Diese Typen haben hier rumgestochert, anstatt die Finger davon zu lassen. Da! Also jetzt auch noch Killerroboter? Dem Geth zu Hause würde es hier gefallen. Na, ich weiß nicht. Durchgebrannt. Seine Wunden sehen aus wie von einem Energiestoß. Er hat vielleicht unseren Roboterfreund getroffen.
Hohes Energieniveau registriert. Ja, es scheint auch, wenn man da so durchguckt, als ob dahinter irgendwelche Energieflüsse laufen. Da gehen wir nicht hin. Nein, nein. Okay. Welche Theorien, Aufklärungsexperte? Es gibt auf diesem Planeten irgendeine Technologie. Sehr alt. Unterirdisch. Und diese Aliens sind daran interessiert. So wie Archäologen? Ja. Blutrünstige Archäologen. Blutrünstige Archäologen, okay. Das Wetter ist immer noch schlecht. Nicht nur das. Das Begrüßungskomitee ist auch nicht nett. So. Achtung! Sie haben auf uns gewartet! Mist! Oh! Wir haben einen funktionierenden Blitzableiter! Verfolgen diese Dinger uns? Fühlt sich langsam so an! Ich müsste mal was gegen den funktionierenden Blitzableiter tun. Gehe ich nicht unter! Kaum interessiert! Oh, geh mal in Deckung. Schilde. Mist. An der Stelle kommen wir nicht weiter. Da ist noch einer. Irgendwo. Hä? Ist der? Da. Ach. Na gut. Da! Das war der letzte. Das will ich auch hoffen. Wir sollten nicht warten, bis noch mehr kommen. Nee, nee, das wäre gut. Da hinten liegt aber noch was, was wir mitnehmen können. Das sollten wir auch mitnehmen. Schnell, 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 Sie versuchen schnell, uns festzunageln. Schnell irgendwo hin. Irgendwo hier gut. War. Erledigen Sie sie, Ryder. Ja, das würde ich gerne, wenn ich wüsste, wo hier das. Ach, da. Gesundheit. Suchen das Ding habe ich gesucht. Davon gibt es hier mehr als genug. So, und dann machen wir hier in Deckung. Ich habe einen erwischt. Was haben wir denn eigentlich getan? Wir existieren. Das mögen die schon nicht. Vorsicht, sie kämpfen mit schmutzigen Tricks. Harry, alles okay bei Ihnen? Ja, noch sind wir nicht tot. Das ist aber schön. Seit wann fliegen Felsen? Akzeptieren Sie es einfach. Okay, das wäre geklärt. Die Kavallerie war also noch rechtzeitig hier. Schön, Sie zu sehen. Gleichfalls, Harry. Wie geht es Ihnen? Alle noch in einem Stück. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Wo ist mein Vater? Er wollte die Gegend auskundschaften, während wir das Shuttle reparieren. Ryder, beim Shuttle finden Sie Waffen und Munition. Decken Sie sich ein. Ja, haben die Dinger überhaupt versucht, mit Ihnen zu reden? Nicht wirklich. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Wie war's bei Ihnen? Oh, verdammt! Genauso. Feindliches Schiff im Anflug! In Deckung! Schnell! Bleiben wir doch mal gleich hier. Ja, ich kann den Blick fokussieren, aber ist auch eigentlich egal. Da kommen Sie! Hallo? Warum stehst du und guckst in die Richtung? Die kommen von da. Sie haben echt Eier. Sie versuchen einen Abwurf. Ich hab schon wieder. Nicht nachlassen! Ha! Ein Blitzer!
hat ihr Shuttle erwischt. Das ist gut. Oh, da ist wieder so ein nettes Tierchen. Mann, die Kerle wissen, wie man kämpft. Ich wollte in Deckung gehen. Das ging nicht. Autsch. Ich brauche ein Schild und dann muss ich gucken, wo hier noch irgendwo... Eieiei. Verdammte Schrapnell! Verdammt, die lassen einfach nicht locker! Hier nirgendwo noch was, wo meine Gesundheit aufladen konnte. War das nur an der Stelle? Das ist aber schlecht. Das ist nämlich leer. Hallo, geh mal in Deckung. Warum gehst du nicht in Deckung? Oh, geil. Jetzt auch noch eine... Ich bin gleich tot. Ich bin so tot. Shuttle. Ach nee. Bei diesem Wetter? Ich schätze, wir haben ihre Aufmerksamkeit erregt. Sind das Hunde? Schön wär's. Die können sich irgendwie tarnen. Sie verarschen mich doch. Nicht wirklich. Ehrlich nicht. Ich sehe ihn nicht. Melden Sie sich. Ich bin hier. Ich lebe noch. Hier. Anwesend. Wow. Ich krieg diese Dinger nicht ins Visier. Ah, ist okay. Es sind zu viele. Schießen Sie einfach weiter. Wir schaffen das schon. Jo, schnell in Deckung. Komm, Schild. Lad auf. Gedacht, mit dem Warp könnte ich den irgendwie aus der Deckung holen, aber nicht wirklich. Ah, Liam ist down. Kann man ihn irgendwie... Jetzt falle ich wahrscheinlich gleich auch um. Ja, ich gehe in Deckung. Juni-Deckung. Ach, da ist so ein... Na komm. Komm hoch mit der Birne. Komm. Munition. Ja. Ja, geschafft. Sarah, der Pathfinder will mit Ihnen sprechen. Ein Glück, dass es dir gut geht. Wie ist die Lage? Liam und ich sind bei Cora. Wir haben Verletzte. Die gute Nachricht ist, unser Shuttle ist repariert. Wir können zurück zur Arche. Nicht bei diesem Sturm. Der Flug wäre zu riskant.
Unsere Verletzten brauchen Hilfe ist definitiv richtig. Unsere Verletzten brauchen dringend Hilfe. Hast du einen Plan? Das Problem ist der Sturm. Also lösen wir das Problem. Wir reden hier über das Wetter. Ja, und ich habe eine Idee. Komm zu meinen Koordinaten, dann... Verdammt, sie haben mich gesehen. Sir? Sir! Kommen Sie beide allein klar? Ich kann sie stabilisieren. Kurzfristig. Gehen wir. Ja. Sam, hast du die Position des Pathfinders? Ich markiere den Nav-Punkt auf ihrer Karte. Sieht aus, als wäre es in der Nähe. Beeilen wir uns. Wir müssen dort sein, bevor der Sturm losbricht. Keine Umwege. Hey. Was wollte sich mein Vater ansehen? Das ist eine ernste Anweisung. Und jetzt kein Wort mehr. Nun, laut Nav-Punkt ist er dort ganz in der Nähe. Seien Sie vorsichtig. Die Sturmfront wird bereits intensiver. Schön, dass du wieder da bist, Sam. Wie wär's beim nächsten Mal mit guten Nachrichten? Ja, leider können wir weder Munition noch Gesundheit auffüllen gerade. Wir müssen ihn finden. Ah, hier ist noch was. Ja, aber auch was anderes. Aber wenn wir Glück haben, werden wir gleich noch irgendwo... Und zwar schnell. Ja, ist ja gut. Werden wir gleich noch irgendwo Dinge auffüllen können. Also, wenn ich mich da richtig erinnere, gab es da was. Ja, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Falls nein, schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Und ich sage einfach mal, macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.